Losung für den heutigen 1. Augusttag des Jahres 2020. Jesaja spricht im Auftrag Gottes im Kapitel 66 im 18. Vers. Ich komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom im 10. Kapitel im 12. Vers. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Ja, ihr Lieben, ein neuer Monat beginnt und neue Verordnungen werden gerade ausgearbeitet. Die vierfarbige Ampel, wie wir jetzt alle über die Nachrichten erfahren haben, dass man in den einzelnen Regionen und Gebieten dann im Herbst weiß, wie man raschestmöglich sich ein abgedatetes Bild verschaffen kann und was zu beachten ist jeweils, also wo ist Covid-19 sehr aktiv und wo weniger. Ich komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Das steht am Ende des langen Prophetenbuchs von Jesaja. Und Jesaja hat zum Schluss so diese Vision, diesen Blick auf die heilige Stadt Jerusalem, wo er sieht, dass Pilger aus aller Herren Länder wieder dahin kommen und eigentlich erkennen, dass Gott da anwesend ist und dass sie ja, sich freuen über all die herrlichen Werke, die Gott getan hat. Im Römerbrief geht es um dieses auserwählte Volk. Also Paulus zitiert da ganz oft die Bibel, wenn er schreibt im Kapitel 9 bis 11 geht es über den Verbleib Israels, was passiert mit Gottes erstem auserwählten Volk, und er wünscht sich, dass die Juden genauso glauben können, wie er eben jetzt in Christus den Heiland erkannt hat, und er hofft, dass sie auch diesen Weg finden, und sagt dann eben, es ist nämlich jetzt kein Unterschied mehr, ob ich eben zum erstgeliebten Kind auserkoren worden bin, also Israel, Gottes erste Liebe, oder ob ich jetzt ein Grieche bin, ein Heide bin, ein vorher anders glaubend gewesener, sondern in Christus werden wir alle reich. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Also zu erkennen, was mein Leben bereichern kann, was trägt, was man, so wie jetzt hinter mir, abbauen kann. Ja, hier wird gerade ein Kran abgebaut von dem Nachbarhaus, das sie jetzt so schön hergerichtet haben und ein neues Dach gedeckt haben. Also was kann ich getrost abbauen und soll ich sogar eigentlich versuchen, ja, mich davon zu befreien, zu entledigen? Und was ist so der Kern, was ist das Wichtigste? Nicht die Fassade zählt, sondern was innen drin ist, zählt. Aber das innen drin wirkt ja. Und es wirkt auch nach außen. Und man sieht es dann eben auch nach außen in dem, was wir tun oder was wir nicht tun. Ja, ein neuer Monat, eine neue Chance. Weitere Hoffnung auf den Sommer, auch wenn es hier kräftig regnet, das ist ja gut. Dann wächst ja alles und die Gerste hat so schöne Proteine, dass dann die bierfreudigen Menschen auch ein schönes gebrautes Bier trinken werden können. Ich wünsche uns alles Gute, weiterhin Aufmerksamkeit, weiterhin Beherztheit und reichlich von Gottes Segen. Adieu.